Dann sei so gut und pass auf ihn auf. Der hat nicht mehr so viele Freunde. Wie meinst du das jetzt? Mir hat er die Freundschaft gekündigt. Was? Er hat mich rausgeworfen. Wenn Laura nicht deine Schwester wäre, dann... Wenn, das... Das bringt nichts, wirklich nichts. Xander, warum gönnst du mir denn mein Glück nicht? Ist das der Tod euch scheidet? Ich glaube nicht, dass du das durchhältst. Hältst du das durch? Ja. Ja. Laura? Hallo, unsere Verlobungskarten sind fertig. Was ist denn? Gibt's irgendwas, das ich wissen sollte? From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ja, es gibt etwas, das du wissen solltest. Ja? Vergiss es. Vergiss es, was vorbei ist, ist vorbei. Entschuldige mich, ich muss arbeiten. Was war das denn? Ach, ich habe ein Problem damit, dass ich heirate. Was immer? Der soll sich endlich raushalten und deine Entscheidung akzeptieren? Ja, es ist. Er denkt, ich mache denselben Fehler wie bei Lars. Alexander, tut mir echt leid. Der quält sich doch nur selbst. Ja, deshalb habe ich ihn ja auch ausgeladen von der Verlobung. Ja, wahrscheinlich ist es besser so. Apropos Verlobung, ich habe dir was mitgebracht. Die Verlobungskarten. Laura Mahler und Dr. Gregor Bergmeister geben mit großer Freude ihre Verlobung bekannt. Was meinst du? Was ist es, ein Schreibfehler oder warum guckst du so? Nein, es ist schön. Toll sind die. Hast du schon frei? Nee, noch nicht. Aber ich habe eine Überraschung für dich. Oh. Rechts oder links? Links. Oh, schade. Pech gehabt. Das glaube ich nicht. Okay, erst will ich einen Kuss. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich lasse mich doch nicht erpressen. Doch, ich will zuerst einen Kuss. Dann gibt's gar nichts. Oh, wer kann dir schon widerstehen? Ja, genau. Das hast du dir so gedacht. Gut, ich zeig's dir. Schau mal, das Ergebnis unseres Fotoshootings. Hat mir der Fotograf der Lagen per E-Mail geschickt. So schnell? Mit Rahmen. Aha. Der war total begeistert von dir. Du siehst echt bezaubernd aus. Wir passen so gut zusammen. Das perfekte Paar. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Also, was meinst du? Perfekt. So wie wir. So komisch, plötzlich hier deinen richtigen Namen zu lesen. Deine Familie und unsere Freunde wissen doch, wie ich wirklich heiße. Für ganz viele bist du immer noch Christian de Ville. Die werden ganz viele Fragen stellen. Ja, aber unsere Verlobung ist eine gute Gelegenheit, die Dinge richtig zu stellen. Das wird ein Getratsche, sage ich dir. Ja, da müssen wir durch.
Da willst du unsere gemeinsame Zukunft auf eine Lüge aufbauen. Das geht ja nicht, oder? Nein. Nein. Auf in den Kampf. Jawohl. Für dich ziehe ich in jede Schlacht, mein Schatz. Hoffentlich gewinnen wir. Da mach dir mal keine Sorgen. Was soll ich jetzt damit? Reißen drauf und verteilen. Du, meine Klaue kann ja kein Mensch lesen. Also ich muss arbeiten. Später. Tschüss. Gregor räumt auf. Und ich? Gott sei Dank hat Alexander vorhin seinen Mund gehalten. Warum musste das auch passieren? Warum habe ich noch mal mit ihm geschlafen? Ich will nicht, dass Gregor davon erfährt. Das wäre eine Katastrophe. Oder? Ach, ich weiß nicht. Der neue Dienstplan. Gerade fertig geworden. 5 Leute krank? Ausgerechnet jetzt, das gibt's doch nicht. Ist doch immer so. Wenn du Personal brauchst, dann fallen sie um wie die Fliegen. Ja. Wahrscheinlich Sommergrippe oder sowas. Das weißt du aus deiner jahrzehntelangen Erfahrung. Da reichen auch ein paar Monate. Tatsächlich. Übrigens, seit wann hast du eigentlich einen Nebenjob als Model? Ich habe gestern die Show gesehen, die du bei den Fotos abgezogen hast. Was denn für eine Show? Der Fotograf wollte ein paar schöne Fotos machen vom Hotel und hat mir dann gefragt, ob sie sich mit da vorstellt. Und wie passt du da ins Bild? Der Rollstuhl gefiel dir wohl nicht, was? Also ich hatte noch nie ein Problem mit Miriams Behinderung, ganz im Gegensatz zu dir, mein Freund. Schau zu, dass du eine Aushilfe für morgen bekommst. Wir brauchen sicherlich Verstärkung für die Verlobungsfeier von Laura. Wird gemacht, Chef. Gänsehaut steht dir ganz gut. Ich habe gerade so schön geträumt. Du musst aber aufhören, ein Traummann ist schließlich da. Hier, darfst meinen Bauch eincremen, Schambolzen. Jawohl. Ein kleines Kunstwerk fabrizieren. Moment, bitte stillhalten. Der Künstler muss sich konzentrieren. So. Hm. Gar nicht schlecht von Anfang an. Sehr schön. Vielleicht ein bisschen viel. Mhm. Entschuldigung. Warum? Du machst mich total wahnsinnig, echt. Aber ich muss los. Ich muss zurück. Schade. Vielleicht kann ich dich ja noch in die Wohnung hochbringen, bevor ich zurück muss. Mhm. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit für uns. Ich wollte mich sprechen. Laura, setz dich doch bitte. Möchtest du einen Kaffee? Gern. Ja, es geht um Christian. Entschuldigung. Gregor natürlich. Macht nichts. Ist mir am Anfang auch immer passiert. Mich? Gern. Gibt's Probleme? Ich habe nochmal nachgedacht. Glaubst du nicht, das Ganze geht ein bisschen schnell? Mit der Verlobung? Ja, du weißt doch kaum etwas über ihn. Seine Familie. Seine Eltern sind vor ein paar Jahren gestorben. Hat Gregor Geschwister? Nein, aber er hat eine Tante in Venezuela, zu der hat aber kaum Kontakt. Die Sache mit seiner falschen Identität, das bereitet mir etwas Magenschmerzen. Werner, wir haben dir das doch alles erklärt. Ja, aber immerhin, er war in ein Verbrechen verwickelt. Christian de Ville ist ein Verbrecher, Gregor nicht. Er hat de Villes Tod vertuscht und seine Identität angenommen. Aus Liebe zu seiner Sophia, er wollte sie beschützen. Wer weiß, wie die ganze Geschichte vor Gericht ausgeht. Also Helen hat eine Aussage für ihn gemacht, die ist eindeutig entlastend. Ja, aber auch beim Freispruch. Du weißt, wie die Leute reden. Es ist mir egal, wie die Leute reden.
Hauptsache, meine Familie verurteilt Gregor nicht. Ich bin der Letzte, der über ihn den Stab brechen würde. Ich war ja mal in einer ähnlichen Situation. Du stehst also hinter uns? Natürlich stehe ich dir bei. Du bist doch meine Tochter. Ich will, dass du glücklich bist. Das bin ich. Du liebst Gregor sehr? Ja. So sehr wie damals. Ich liebe Gregor. Und was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. Du bist nicht glücklich mit meiner Wahl, oder? Doch, doch. Natürlich. Aber als Vater macht man sich so seine Gedanken. Der Gregor ist wirklich ein lieber Kerl. Ja, das ist er. Und ich finde ja, dass so jemand wie Gregor sehr gut in unsere chaotischen Familienverhältnisse passt. Ja, das stimmt. Und deswegen gibt es morgen ein großes Fest, eure Verlobung. Du musst jetzt wirklich gleich wieder gehen? Ja, ich muss. Ich würde so gerne bei dir bleiben, aber ich muss wieder zurück. Ja? Maxine. Ich möchte richtig mit dir zusammen sein. Sind wir doch. Nein. Ich möchte gern... Ja? Ich möchte mehr. Du meinst... Ich meine... Ich will mit dir schlafen. Oh. Oh. Okay. Aber ich kann auch noch warten, also. Nein, ich aber nicht. Maxim, ich will dich. Ganz. Ganz. Sieh mich ganz. Hör mal, ich will dich auch. Sehr sogar. Der liebe Gott weiß, wie sehr ich dich will, aber... Aber... Ich... Du hast Angst, weil ich gelähmt bin. Nein, überhaupt nicht. Daran liegt's nicht. Aber woran liegt's denn dann? Ich will einfach, dass es für dich auch schön wird. Hm? Mit dir wird es sehr schön. Du bist so süß. Soll ich dich heute Nacht besuchen? Mit Barbara im Nebenzimmer. Ja, das ist blöd. Ja, die wird es schon schaffen, jede Stimmung zu versauen. Ja. Und außerdem muss es schon richtig romantisch sein. Ja, dann fällt meine kleine Bude aber leider weg. Warum? Klein ist doch super romantisch. Ja, klein schon, aber die ist nicht nur klein, die ist auch noch dreckig. Das ist ein bisschen zu viel. Egal, ich finde schon immer so romantisch so und das wird super. Oh Gott. Glücklich. Alfons, stell dir mal vor, Laura verlobt sich. Ich weiß, die Feier ist morgen. Wieso weißt du denn das schon wieder? Weil ein guter Portier seine Ohren überall hat. Und warum hast du mir nichts davon erzählt? Weil ein guter Portier verschwiegen ist. Ja, dann darfst du nicht heiraten. Aber trotzdem, du, wir kennen den Verlobten von Laura überhaupt nicht. Das ist ein Dr. Gregor Bergmeister. Ja. Kennst du vielleicht den? Ja, aber das ist doch... Christian de Ville. Wie bitte? Christian de Ville heißt eigentlich Dr. Gregor Bergmeister. Das verstehe ich nicht. Als Dr. Bergmeister in Mexiko war, gab es einen Todesfall und er musste die Identität des Toten annehmen, weil er sonst Schwierigkeiten bekommen hätte. Ich weiß es auch nicht genau, Hildegard. Ja, aber das hast du doch aus dem Krimi. Und wieso hast du mir das nicht erzählt? Ja, ich weiß. Ein Portier ist verschwiegen. Aber wenn ich drüber geredet hätte, dann natürlich als erstes mit dir, Hildegard. Ja, trotzdem. Laura verlobt sich. Der Verlobte heißt Bergsteiger. Ach, Bergmeister. Und über die Privatangelegenheiten meiner Mitarbeiter rede ich auch nicht. Ja, aber mit mir hättest du drüber sprechen können. Ich bin ja schließlich deine Frau, wo ich mit Laura den ganzen Tag in der Küche stehe. Weißt du, bei uns zu Hause wird jetzt langsam genauso viel gelogen und verschwiegen wie im Fürstenhof. Und das finde ich ganz schlimm. Ja, kein Wunder, dass deine Mutter gereizt ist. Ja, seit der Jonas verschwunden ist, weiß sie vor lauter Sorgen nicht mehr, wohin. Du, das mit dem Kaffeekränzchen neulich hier, das war eine Ausnahme, ja? Oder willst du mich vielleicht bestechen, hä? Ach komm, du hast doch irgendwas auf dem Herzen.
Schau mich einmal an. Ich hab nichts. Sag mal, wenn Jonas wieder auftaucht, schickt ihr ihn dann ins Heim? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wir würden ihn bei uns aufnehmen. Aber seine Mutter will ihn ins Heim stecken. Das müssen wir ihr heute ausreden. Jedenfalls gibt sie uns die Schuld daran, dass Jonas verschwunden ist. Ach, ich sag dir, ich bin heilfroh, wenn der Junge endlich wieder hier auftaucht. Geschenk von Maxim. Der Fotograf hat ihm das gemalt. Nett, ja. Gefällt's dir? Du siehst zauberhaft aus. So jung und so verliebt. Das bin ich auch. Ja, genieß die Zeit, bevor sie vorbei ist. Darauf kannst du dich verlassen. Sag mal, ist was mit dir? Nein. Du wirkst irgendwie so anders, so. So weiblich. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja, entschuldige, ich will dir nicht zu nahe treten. Ich hoffe nur, dass Maxim sich ordentlich benimmt. Es geht ihm nicht darum, mit mir ins Bett zu kommen, wenn du das meinst. Entschuldige. Du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Will nur, dass du glücklich wirst. Nur nicht mit Maxim. Ich habe nichts gegen Maxim. Glaub mir das doch. Das weiß ich doch. Ich muss weg. Ein Verlobungsgeschenk für Laura besorgen. Soll ich für uns beide heute Abend einen Tisch reservieren? Nein, das brauchst du nicht. Von Heidenberg, ja. Sagen Sie, haben Sie die Telefonnummer von dieser Vanessa aufgetrieben? Gut, dann rufen Sie sie an und sagen Sie ihr, dass sie ihren hübschen Hintern herbewegen soll. Und zwar möglichst schnell, ja? Danke. Du kriegst Miriams Geld nicht. Genau darüber wollte ich gerade mit dir sprechen. Warum denn? Ich muss wissen, was für ein Budget ich habe. Ich muss wissen, mit was ich planen kann. Du, mach, was du willst. Du hast freie Hand. So viel Großzügigkeit bin ich gar nicht von dir gewohnt, Bruderherz. Ich möchte, dass unsere Schwester eine schöne Feier hat. Obwohl du selbst nicht teilnimmst? Trotzdem willst du, dass die anderen ihren Spaß haben? Feiner Zug. Wo hast du das her, dass ich nicht komme? Gregor hat's mir gesagt. Ich habe diesen Termin mit dem Bürgermeister. Kann ich nicht absagen. Alex, erzähl mir doch nichts. Laura will nicht, dass ich komme. Ja, und ich denke, sie hat recht. Ich fand's ziemlich hart. Ehrlich gesagt kann ich Laura verstehen. Du hast dich aufgeführt wie ein liebestoller Platzhirsch. Du meinst, ich bin fast so schlimm wie du? Nein, noch schlimmer. Quatsch, du bist noch schlimmer. Du hättest ihr verboten, jemals akzeptiert. So ist es nämlich. Du hast recht. Aber du warst schon immer der Klügere von uns beiden. Ja, toll. Was nützt mir das, wenn ich die Frau nicht haben kann, die ich liebe? Tröste dich. Mir geht's genauso. Ja, wir haben wohl beide kein Glück in der Liebe. Was soll's? Die Erde dreht sich weiter und irgendwann werden wir ein kleines Stückchen von dem großen Liebeskuchen abbekommen, bestimmt. So optimistisch würde ich auch gerne mal sein. Hey, jammern hilft nichts. Lass uns mal wieder auf die Piste gehen. Na? Komm, sag mir, wann du Zeit hast. Einverstanden? Okay, einverstanden. Meldet er sich denn nicht bei mir? Klassischer Fall von Handy-Halluzinationen? Sehr witzig. Bist du heute gut gelaunt? Entschuldigung. Mir geht's gerade nicht so gut. Ich, Mike und ich, wir haben gerade ein kleines Tief. Ach, Tanja. Das nächste Hoch ist doch bestimmt schon im Anmarsch. Schön wär's. Und weswegen habt ihr euch gestritten?
Ach, war eigentlich nur eine Kleinigkeit und dann... Ach, komm her, nicht weinen, komm. Rausgeschmissen hat er mich. Ach, das wird er bestimmt sehr schnell bereuen. Ich will gar nicht weinen. Geht schon, ja. Aber du weißt, manchmal geht es einem danach viel besser. Stimmt. Weißt du, ich glaube, ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Wahrscheinlich geht es deinem Mike jetzt genauso. Ja, aber der meldet sich doch noch nicht mehr. Der schickt mir nicht mal eine SMS. Tanja, oder gib so. Ihm doch ein paar Tage, dann sieht alles viel besser aus. Hey, du bist die Frau mit den tollsten Locken, die ich kenne. Ja. Danke, bist süß. Und du? Wie geht's dir mit deinem Maxim? Du glaubst gar nicht, wie lieb er zu mir ist. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich gewesen. Sprichst du von dem Maxim, den ich kenne? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, ich war doch am Anfang auch nicht so ganz sicher, aber er liebt mich wirklich. Das spüre ich. Das heißt, er schwebt im siebten Himmel, ja? Ja. Am liebsten würde ich den ganzen Tag mit ihm verbringen. Den ganzen Tag oder auch die ganze Nacht? Wenigstens versteht Werner mich. Erst dachte ich ja, er will mir die Verlobung ausreden. Aber ich glaube, er akzeptiert Gregor wirklich. Ich bin froh. Eigentlich hätte ich so gern die ganze Familie dabei. Aber ich musste Alexander ausladen. Es würde sonst nur Ärger geben auf dem Fest. Er muss endlich begreifen, dass unsere Liebe Vergangenheit ist. Okay. Und du bist dir sicher, dass Maxim der Richtige ist? Ich meine, es geht hier immerhin um dein erstes Mal, ja? Tanja, ich liebe ihn so sehr. Ich will ihn und keinen anderen. Du kannst dir doch Zeit lassen. Ich meine, du musst ja nichts machen, was du nicht willst. Ich möchte aber. Kann es sein, dass du Angst hast, Maxim zu verlieren, wenn du es nicht tust? Tanja, hör bitte auf. Du klingst wie meine Mutter. Maxim bedrängt mich nicht. Im Gegenteil. Ja, aber was ist es dann? Ich glaube, er hat Angst. Ja klar, natürlich hat er Angst. Er hat Angst, Verantwortung zu übernehmen. Nein, darum geht es nicht. Warum dann? Ich glaube, er ist verunsichert wegen meiner Behinderung. Also pass auf. Du hörst jetzt einfach auf, dir Gedanken über Maxim zu machen. Wenn du das machen willst, dann tu's. Ja? Es gibt aber nur ein kleines Problem. Was denn? Ich weiß einfach nicht, wie. Oh, ja. Also, da gibt's ganz viele Bücher, wie du da... Nein. Nein, Tanja, ich meinte, ich weiß nicht, wie, also, wo wir uns treffen können. Gott sei Dank. Ja, dann am besten in deinem Bett. Ja, nur habe ich hier keine eigene Wohnung. Ach so, ein ruhiges Plätzchen für euch zwei. Ja. Du wirst sicher wohl ein Zimmer im Hotel finden, oder? Ja, das soll aber nicht jeder mitbekommen. Du musst ja keinem sagen, dass ich den Schlüssel gegeben habe. Du hilfst uns? Nein. Ich helfe dir. Danke dir, Tanja. Ich glaub's nicht. Cool, oder? Xaver flippt aus, wenn er das sieht. Wieso? Das ist eine Kunstaktion. Deine Kunstaktion ist beendet. Wir müssen reden. Dein ist mein ganzes Ohr. Hör auf, du Spinne. Setz dich auf deine vier Buchstaben. Okay, was gibt's? Ich hab mich erkundigt. Du kannst dich nicht einfach an einer Kunsthochschule anmelden. Ich weiß, ich brauch eine Bewerbungsmappe. Du brauchst alles. Abschlusszeugnis, Lebenslauf, bei Minderjährigen eine schriftliche Erlaubnis der Eltern und so weiter.
In Deutschland vielleicht. Die Italiener sehen das nicht so eng. In Italien ist das ganz genauso. Wenn du Kunst studieren willst, dann musst du erstmal die Schule durchziehen. Glaubst du etwa, ich gehe zurück zu meiner Mutter und lass mich ins Heim schicken? Das musst du nicht. Wenn du meinen Eltern alles erklärst, dann helfen sie dir. Vergiss es. Wovon willst du leben? Du hast doch gar kein Geld. Das klappt schon. Komm mit nach Italien. Florenz ist super. Ich zeig dir die Offizien und den Ponte Vecchio. Wir gehen lecker Pasta essen. Nein. Wenn es dunkel wird, schnappen wir uns ein Boot und schauen in die Sterne. Ganz bestimmt nicht. Wir können auch nach Paris zur Mona Lisa. Weißt du, dass du manchmal genauso lächelst? Jetzt hör doch auf mit dem Quatsch. Marie, das ist kein Quatsch. Ich mein's ernst. Ich hab mich in... Vergiss es, Jonas. Ich bin viel zu alt für dich. Du bist wirklich nett und ich will dir helfen. Aber ich habe im Moment genügend andere Probleme. Räum jetzt auf. Das Chaos muss weg sein, bevor Xaver zurückkommt. Wenn Maxine mich in den Klamotten sieht. Ach, Tanja, das war so ein super Tipp von dir. Ich wäre nie im Leben allein in diesen Oma-Laden gegangen. Na, ich habe dir doch gesagt, dass es da alles gibt. Vom Liebestöter bis hin zur Reizwäsche. So ein traumhaftes Etwas hätte ich schon auch ganz gern. Hallo, ihr zwei. Was für ein traumhaftes Etwas habt ihr denn eingekauft, hä? Wir haben doch Lauras Verlobungsgeschenk gekauft. Hübsch. Und was noch? Ach, nur noch ein paar T-Shirts. Meinst du nicht, das steht, Laura? Ja, die Farbe passt bestimmt gut zu ihrem dunklen Haar. Genau, das haben wir auch gekauft. Ja. Na dann, ich musste mal wieder. Wiedersehen. Ach, von Heidenberg. Wiederschauen. Danke. Okay. Pass auf. Das Zimmer ist erst wieder in 2 Tagen belegt. Okay. Danke, Tanja. Von wegen nur T-Shirts. Na, warte. Ich freue mich riesig auf die Feier morgen. Ich auch. Na, tschüss, Tanja. Ist ja wirklich nett von Tanja, dass sie dir hilft. Ja, das finde ich auch. Im Hotel, ne? Hat jetzt auch der letzte begriffen, wer Bergmeister ist. Ja. Sag mal, stört dich das Getratsche eigentlich nicht? Lass mir doch meine Freude an meiner Verlobungsfeier nicht vermiesen. Vielleicht hast du. Dieser Tag gehört nur Gregor und dir. Du bist dann die Nächste, ne? Naja, wahrscheinlich eher Miriam. Meinst du, Maxim ist wirklich in sie verliebt? Ich traue dem Kerl nicht, aber was soll ich machen? Miriam hat sich in den Kopf gesetzt, dass Maxim derjenige ist, mit dem sie erst das Mal verbringt. Ausgerechnet. Ja. Ja, aber dafür hat er Erfahrung und das ist ihre große Liebe. Ich meine, die wollen sie heute machen. Also, oh Gott, hoffentlich wird's schön für sie. So ein Reinfall wie bei meinem ersten Mal wird's wohl nicht, dafür sorge ich schon. Was hast du vor? Na, was hab ich vor? Ich werde bei den Vorbereitungen helfen und so. Also ich meine, so ein Hotelzimmer ist ja schon mal ein romantischer Anfang. Maxim wird dir auf ewig dankbar sein. Ja, nee, für ihn mache ich das gar nicht. Ich mache das für Miriam. Ich weiß doch. Ja. Man weiß ja eh nie, wie lange so eine Beziehung hält. Ich meine, am Anfang ist ja immer alles toll und dann plötzlich kommt der große Knall. Aber im Moment läuft es bei uns doch gut mit unseren Männern. Schade, dass Mike nicht zum Essen kommt. Ja. Ist alles in Ordnung? Ja, ich will jetzt gar nicht drüber reden. Ich will feiern heute. Schlimm? Nein, das bügelt sich schon alles wieder aus. Boah, wie wir uns gestritten haben wegen Gregor. Das war so schlimm. Ja, weil wir so doof sind. Jetzt wird alles ganz schön.
nein, Nora. Wir machen uns doch alle Sorgen. Natürlich sage ich dir, sobald wir irgendwas von dem Jungen gehört haben. Jetzt reg dich nicht so auf. Ja, du auch. Tschüss, Nora. Oh Gott. Meinst du, dass der freiwillig zurückkommt? Na, wir können es ja nur hoffen. Und wenn nicht? Na ja, dann würden die Polizei schon finden. Ja, aber wo denn? Es gibt doch keine Spur von dem Jungen. In Deutschland gibt es keine Spur. In Italien... Hildegard, ich werde wahnsinnig. Marie, ich liebe dich. Wo gibt's denn sowas? Na, sag mal, hast du eine Ahnung, wer das gemacht hat? Nee. Ich denke nur, dass wir zweimal wieder was verpasst haben. Ja, aber das kann man doch nicht an der Hotelwand schmieren. Reg dich doch nicht so auf, Alfons. Marie, ich liebe dich. Die Kerzen, ich hab die Kerzen. Ja, ich hab doch alles da. Du bist ein Schatz. Tanja, meinst du, das ist ein bisschen viel? Nein, viel hilft ja auch viel. Ach so. Also, Champagner bringe ich gleich. Und vielleicht finde ich ja noch ein paar Leckereien in der Küche. So. Jetzt kommst du mal mit. Und dann schaust du das einmal an. Was sagst du dazu? Das war gestern noch nicht da. Ja, so schlau bin ich selber. Ich will wissen, wer das gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Vielleicht jemand vom Personal. Marie, halt mich bitte nicht für blöd. Was kann ich dafür, wenn irgendein Idiot eine Liebeserklärung an die Wand sprüht? Denk nach, hat da irgendjemand in letzter Zeit Avancen gemacht? Nein. Doch, aber das heißt ja nichts. Hast du eine Vorstellung, was das kostet, das wegzumachen? Nicht wenig? Nein, nicht wenig. Das Geschmiere muss so schnell wie möglich weg. Marie, wo ist Jonas? Keine Ahnung. Das glaube ich dir nicht. Warum? Dieses kleine Gekritzel da in der Ecke, das kenne ich. Das stammt von ihm. Du weißt, wo er ist. Stimmt's? War die Vorspeise recht? Sehr gut. Sehr gerne. Danke. Liebe Freunde, ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind, wenn zwei Menschen ihr Leben gemeinsam teilen wollen. Dann ist das wunderbar. Liebe Laura, lieber Gregor, ich wünsche euch viel Glück für eure gemeinsame Zukunft. Danke. Auf das zukünftige Brautpaar. Auf das Brautpaar. Bist du glücklich? Sehr. Sein, Miriam, gut. Sie wird immer hübscher. Allerdings. Sag mal, hast du Kopfschmerzen? Ja, ein bisschen. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich glaube, ich muss eine Tablette nehmen und mich hinlegen. Soll ich dich in die Wohnung bringen? Ich mach das schon. Entschuldigst du mich bitte bei Laura und Gregor? Klar, mach ich. Gute Besserung. Sag mal, soll ich Gregor bitten, nach Miriam zu schauen? Wozu haben wir einen Arzt in der Familie? Sie brauchen nur ein bisschen Ruhe. Sag mal, wo ist eigentlich Alexander? Ach ja, entschuldigt bitte, ich habe vergessen, euch zu sagen, dass Alexander nicht kommen konnte. Er hat einen wichtigen Termin, den er leider nicht verschieben konnte. Schade eigentlich.
Ja, hallo Robert. Ist die Verlobungsfeier noch im Gange? Ja, ja. Ja, klar. Ja, ja, natürlich. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ja, viel Spaß euch allen. Katharina und mich? Tut mir leid, aber das ist nichts für mich. Ich liebe dich, Laura. Das soll ich dir glauben? Ja, glaub mir das. Und ich sag's dir immer wieder tausendmal, bis du mir endlich glaubst. Lässt du mich bitte vorbei? Du kannst versuchen, von mir abzuhauen. Aber ich werde dich finden. Und sein was am Ende der Welt. Lass mich gehen. Willst du das wirklich? Bist du sicher? Alexander, ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Sinnlichste, was es gibt. Wow. Ups. Danke. Aber nicht alle, ja? Danach kriegt man Hunger, weißt du? Oh. Meinst du, Maxim kommt bald? Ja, die servieren gerade das Dessert, also ich denke, der kann sich gleich losreißen. Dieses Warten macht mich wahnsinnig. Schaffst du schon. Ah, ich muss wieder runter. Oh. Ja. Viel Glück, gell? Läuft viel besser, als ich dachte. Oder tut's dir leid, dass Alexander nicht dabei ist? Es wäre schon schön, wenn er mit uns feiern könnte. Gib ihm Zeit. Ist nicht leicht für ihn. Das ist der Sehr auch, Mann. Ja. Na, ihr beiden, wie fühlt man sich denn so frisch verlobt? Ach, könnte gar nicht besser sein, Herr Saalfeld. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir die Förmlichkeiten lassen, Werner Langt. Schön. Und vielen Dank, dass Sie mich so, also, ja, dass du mich so herzlich in die Familie aufnimmst. Das ist doch selbstverständlich. Ja, dann habe ich doch wohl wahrscheinlich gute Aussichten, bald Großvater zu werden, oder? Ach, Werner, ich wusste ja gar nicht, dass du da so scharf drauf bist. Ich auch. Das Beste. Ja. 95er. Ja, es ist schon sehr praktisch, einen Arzt in der Familie zu haben. Also wenn es mir mal so zwickt, dann komme ich zu dir. Ach, kein Problem. Ich übernehme sämtliche Kassen. Na, ich hoffe, du hast auch nichts gegen einen Privatpatienten. Ach, welcher Arzt hat schon nichts gegen einen Privatpatienten? Das ist ja mit Auftragen jetzt. Glenn, schnell. Maxi, kann ich Sie im Moment sprechen? Ich würde sehr gern mit Ihnen auf den heutigen Tag anstoßen. Alkohol? Ich bin im Dienst, tut mir leid. Wollen Sie mir wirklich einen Korb geben? Ich gebe ja zu, ich hatte meine Zweifel, ob Sie der richtige Mann für Miriam sind, aber vielleicht habe ich mich geirrt. Das ist ja mal eine Überraschung. Ja. Lassen Sie uns doch Frieden schließen. Miriam zuliebe. Auf Miriam. Sie entschuldigen mich? Ich habe zu tun. Thank you.
Dessert. Ja? Ja. Oh. Ah, sehr gut. Laura's Dessert. Wir brauchen auch noch ein bisschen Champagner. Oh, ja, noch was zu essen. Also, mit Kinder, ich streike. Dann nehme ich's. Nein, 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 du musst das probieren. Na gut. Ja. Was Süßes rutscht immer. Riechen tut's gut. Leid, wir haben heute in unserem Restaurant eine geschlossene Gesellschaft. Das Essen bringen wir Ihnen gerne auf Ihr Zimmer oder auf den blauen Salon. Na gut, wenn es sein muss. Max, was war jetzt da los? Die Herrschaften wollten unbedingt im Restaurant speisen. Haben Sie ihnen angeboten, das Essen aufs Zimmer zu liefern? Ja, das wollten sie aber auch nicht. Ja, gut, kann man nichts machen. Ich bin raus und wenn jemand fragt, dann geben Sie es bitte gerade so weiter, ja? Und wenn der Chef wissen will, wo Sie sind? Dann geht Ihnen das nichts an. Schönen Tag. Ja, von Heidenberg hier. Schicken Sie Miss Westerland zum Fürstenhof. Und zwar sofort. Jonas! Jonas! Mist! Jonas! Jonas, komm raus! Ich weiß, dass du hier bist. Marie hat's mir gesagt. Ich glaub's nicht. Die süße Marie hat mich gelenkt. Jonas, ich will dir doch nur helfen. Das stimmt nicht. Ihr wollt mich ins Heim schicken. Das ist doch nicht wahr. Ich will alles tun, um das zu verhindern. Ich versprech's dir. Das ist ein Trick. Die Bullen warten bestimmt schon. Nein, ich bin ganz alleine. Komm raus. Na, endlich! Jetzt komm mal her! Ach, was machst du denn für Sachen? Es tut mir leid, Tante Hildegard. Ich wollte dir keinen Ärger machen. Hier, der war eigentlich für Marie. Du Ausreißer. Weißt du, weglaufen ist doch keine Lösung. Gehst du jetzt mit mir zur Polizei? Ach, Quatsch. Wir gehen jetzt nach Hause. Komm. Und was ist mit der Anzeige von der Handtaschentussi? Frau von Heidenberg hat dich nicht angezeigt. Onkel Alfons und Herr Saalfeld haben mit ihr gesprochen. Noch mal Glück gehabt. Du, wir haben da ein ganz anderes Problem. Und das ist das mit dieser Schmiererei da an der Hotelwand. Ach, du meinst mein Graffiti? Na ja, was hast du dir dabei gedacht? Marie hat mir nicht geglaubt, dass ich sie wirklich mag. Aha. Was hast denn du da für Ideen? Ja, das ist doch Sachbeschädigung. Ja, ich wollte doch nur... Marine Freude machen, hm? Naja. Ist Onkel Alfons jetzt sehr sauer auf mich? Ja, das kannst du wohl glauben. Aber weißt du was? Wir zwei lassen uns jetzt was einfallen, wie wir die Sache wieder gerade biegen. Hm? So. Mach doch schon. Eingebrockt, Herr Dr. Bergmeister. Ich sagte, die kommen jetzt wegen jedem Ziepen zu dir. Das Wohnzimmer eben zum Wartezimmer umfunktioniert.
ist gar nicht schlimm, solange wir heute Nacht das Schlafzimmer für uns haben. Oh, hast du was Besonderes vor? Oder doch, möglicherweise schon. Oh, oh, oh. Und wovon hängt es ab? Ob du die Tür aufkriegst. Ah ja. Ich hab den Schlüssel nicht. Du hast ihn. Nein. Doch, nein? Ich habe ihn dir gegeben. Auf jeden Fall finde ich es absolut super, wie deine Familie mich aufgenommen hat. Ja. Oh, ich bin so reif für die Couch jetzt. Ich auch, ich komme mit. Also, wenn du die Tür aufmachst. Ich habe den Schlüssel nicht. Wirklich nicht. Warte, vielleicht habe ich ihn schon doch. Ach was. Voila. Na sowas. Hier. Hause. Was machst denn du? Ich trage dich über die Schwelle, wie es sich gehört. Ja, du weißt schon, dass das Unglück bringt vor der Hochzeit. Das ist so ein Quatsch. Ach. Bist du abergläubisch oder was? Ich habe Angst. Was ist denn von Aua? Rezeption, was kann ich für Sie tun? Hallo Max, hier ist Miriam von Heidenberg. Wissen Sie, wo Herr Klinker-Empen sich befindet? Herr Klinker-Empen hat vor etwa 2 Stunden das Haus verlassen. Hat er gesagt, wo er hin wollte? Nein, er hat nur gesagt, dass er heute nicht mehr erreichbar ist. Frau von Heidenberg? Wenn du Miriam immer noch liebst, dann ist das jetzt deine Chance. Das ist diese Nähe, die mich kaputt macht. Was willst du machen? Nach Neuseeland auswandern? Ach, Quatsch. Ich brauche Abstand. Hier drin. Wir sollten zusammenziehen. Noch vor der Hochzeit? Wir könnten die Betten auseinanderschieben, wenn du Bedenken hast. Gut, dann sage ich ja. Damit hast du zu tun, du Schwein. Ganz bestimmt. Finger weg. Sonst gehst du gleich wieder K.O., ist das klar? Das hast du ja geschickt, Enkel. Der Junge hat dir ganz viel zu erzählen. Ja, das kann ich mir denken. Akzeptiere einfach, dass wir zwei nie Freunde werden. Nie im Leben.